Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo lieber Skorpion, zwischen 1. und 3. des Monats hast du einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Neues in den Bereichen der Liebe und der Finanzen ist am Monatsanfang möglich. Wenn man geschäftstreibbar ist, dann wird man im März eine positive Tendenz in Bezug auf Kundschaft oder Geldgewinnen beobachten. Das ist eine positive und gute Sache für alle Skorpionen, die Geschäfte betreiben. Im Bereich der Beziehungen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit dürfte man viel Neues beobachten und dies kann für viel Abwechslung und sogar für kreatives Chaos sorgen. Ja? Wir haben dann am 4. Mars in Zwillinge eingetreten bis 23. April. Wirst du ein wichtiges Ziel erreicht haben oder erreichen können, die mit einem Lebensprozess der Wandlung verbunden ist. Finanzielle Angelegenheiten wie Erbe, Steuer oder Eigentum können in den Vordergrund in dieser Zeitspanne treten. Möglich ist es, dass man ums Geld oder den Besitz kämpfen muss, damit man das bekommt, was man sich verdient. Das ist eine Möglichkeit mit dieser Konstellation. Positiv betrachtet wird man sich mit einem Thema geistig intensiv auseinandersetzen. Am 5. haben wir eine nette Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter. An diesen Tagen könntest du leicht den Überblick einer Sache verlieren, die deinen geistigen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Zwischen 6. und 11. März haben wir Sonne-Konjunktion Neptun. Wenn du dich zutraust, deinem persönlichen Selbstausdruck freien Lauf zu geben, mein lieber Skorpion, ja, dann wirst du große Anerkennung von deinen Mitmenschen an diesen Tagen erzielen. In alles, was du tust, wirst du eine Führungsposition übernehmen oder übernehmen sollen. In Sachen Liebe und Kinder hast du gute Chancen, erfolgreich zu sein. Zwischen 12. und 13. März haben wir einen süßen Neumond in Fische. Bis Mitte April werden die meisten Skorpione erfreuliche Nachrichten erhalten. Diese Aussage betrifft alle Lebensbereiche. Wenn man kreativ tätig ist, dann dürfte man bald große Erfolge ernten. Lieber Skorpion, nimm dir den Freiraum, den du brauchst, um mehr Freude in deinem Leben zu haben. Zwischen 14. und 16. des Monats haben wir Sonne Sextil Pluto. Die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, ändert sich. Du wirst viel an jemanden denken und starke Emotionen deswegen spüren. Diese können negativ oder positiv sein. Am 15. hast du Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April wirst du, falls zutreffend, mehr mit deinen Kindern oder Enkelkindern unterwegs sein. Wenn dies nicht zutreffen soll, dann dürftest du etwas verwirrt sein in Bezug auf deine Gefühle, Überzeugungen und auf die eigenen Ziele. Zwischen 17. und 19. haben wir Venus Sextil Pluto. Ein ernsthaftes und tiefgreifendes Gespräch mit einer Frau ist möglich an diesen Tagen. Im Bereich der sexuellen Vergnügung hat man an diesen Tagen eine der besten Konstellationen, die man haben kann, lieber Skorpion. Wir haben zwischen 20. und 21. Sonne und Venus in Widder eingetreten. Bis Mitte April wirst du dich stärker für andere Menschen einsetzen. Danach, zwischen 22. und 24. haben wir leider einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Mars. Du solltest besonders vorsichtig in der zwischenmenschlichen Kommunikation sein, damit du nicht
angebrachte Aussagen äußerst, die dir Nachteile bringen können. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Konjunktion Venus. Mitgefühl und Empathie werden dir helfen, jegliche Hindernisse einfacher als sonst zu beseitigen. Am 28. haben wir einen schönen Vollmond in Waage. Wahrscheinlich wird man viel Energie darin investieren, zusammen mit einer anderen Person die vielen Einzelheiten eines Projekts zu erarbeiten. Wir haben zwischen 29. und 31. Sonne Sextil Saturn. Eine Angelegenheit, die mit deiner Familie oder Wohnsituation in Verbindung steht, wird sich regeln lassen, wenn man bereit ist, einige Risiken einzugehen. Mein lieber Skorpion, wenn du eine individuelle Beratung brauchst, bin ich immer da für dich. Und wir können zusammen schauen, wie die Tendenzen bei dir für die kommenden Monate und Jahre aussehen. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt unseren Kanal, sodass wir schnellstmöglich die 10.000 Abonnenten erreichen können. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg im März 2021.